Willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Und weiter geht es hier immer noch in Fuxania City, wo wir jetzt nun vor der Arena stehen, nachdem wir ja beim letzten Mal die Safari-Zone erkundet haben und uns zwei neue VMs geholt haben. Ja, und jetzt wollen wir uns nun endlich um unseren fünften Orden kümmern. Ich gehe deswegen hier einfach mal in die Arena rein und werde den Leuten einfach mal zeigen, was ich so kann. So, zeig mal. Hey, warte, du Champion in Spe. Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Okay. Aber ich denke mal, das sollte gar nicht so schwierig sein, weil eigentlich kann man ja ziemlich gut erkennen, wo diese Lücken sind. Denn, falls man es ja noch nicht sieht, da an einigen Stellen im Boden sind nämlich ja öfter mal so eine kleinen Riffelmuster drinne. Und, naja, nicht Riffelmuster, also da sind zwischen den Einzellinien auch mal so ein paar kleine Lücken drinne. Und diese Lücken stellen eigentlich ja nur die Wand dar. Ja, wir können Koga zwar sehen, aber noch nicht erreichen. Aber das will ich jetzt auch noch nicht, denn zuerst sind erstmal hier seine Bücklinge dran. Ja, gegen die Spezialtechniken bestehen? Können wir. Okay, Bücklinge ist, glaube ich, ein bisschen ein schlechtes Wort hier. Nee, es ist nur ein oller Jongleur. Ich dachte, das hier wäre eine Ninja-Arena und dann hat hier so ein Jongleur ein Psycho-Pokémon dabei? Interessant. Na gut, dann zeigen wir mal, was sie können. Schlitzer! Wieso habe ich eigentlich überhaupt Lurak hier an der Spitze? Egal. So, Traumato wurde besiegt und wir halten erstmal ein paar Punkte. Als nächstes wird Kadabra in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Gerne. Da kann man Relaxo zeigen, was es kann. So, los geht's. Relaxo. Setz Stärke ein. Oh, Konfusion. Aua, das kann wehtun. Na gut, aber nicht zu sehr. Relaxo hält ja zum Glück einiges aus. Und das Beste ist, Psycho-Pokémon haben nur eine geringe Verteidigung. Weshalb ja eigentlich ja sogar Normal-Pokémon wie Relaxo eigentlich ja ziemlich gut reinkommen, wenn sie physische Attacken benutzen. Du hast mich reingelegt! Gar nicht wahr! So, der Erfolg hängt nicht immer von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obliegt über hohe Kraft. Naja, das stimmt allerdings schon. Aber ein bisschen hohe Kraft kann nie schaden. So, noch ein Jongleur und er setzt einen Hypno ein. Oha. Auf Level 38. Ah, vielleicht hätte ich doch lieber die Pokémon noch ein bisschen trainieren sollen. Weil Glurak ist ja jetzt eigentlich, so wie es fast schon aussieht, das einzige Pokémon, das jetzt hier tatsächlich ein bisschen mehr reißen kann. Weil es ja so unglaublich stark ist. So, Volltreffer. Gut, wir haben gewonnen. Was? Außerordentlich! Ja, so sieht's aus. Gut, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal hier kurz mal die Reihenfolge ändern. Na, eigentlich am nötigsten Training hat er Evoli, aber... Naja, das wird leider noch so schnell gar nichts. Nee, warte mal, dann werde ich, denke ich mal... Erstmal Relaxo hier an die Spitze setzen und Bisaflor noch dahinter. Okay, und Evoli kann ja eigentlich auch an dritter Stelle rein. Oh, aber... Ich muss echt schon sagen, also meine Pokémon sind leider etwas zu sehr unterlevelt. Da muss unbedingt mal wieder so ein kleines Spezialtraining her. Ich meine, Turtok könnte eigentlich auch mitkämpfen, aber nee, lassen wir mal. Nee, gut, dann lasse ich Glurak erstmal für eine Weile das Schlusslicht sein. Und ja, weiter geht's. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Cool. Ja, Ninja ist eigentlich ganz cool. So, was haben wir hier? Ein Jongleur, der ein Traumato besitzt. Na gut. Dann setzen wir einfach mal Relaxo ein. Oh, es ist keine Konfusion. Es ist blöd, dass die so schnell sind. So, aber wenigstens bringen sie ordentlich Punkte hier rein. So, und jetzt kopflos. Autsch. Naja, Gott sei Dank ist Relaxo ja ein kleiner Überlebenskünstler. So, Traumato in den Kampf schicken. Willst du wechseln? Nein. Werde ich jetzt Relaxo erstmal kurz ein bisschen schlafen lassen. Setz Erholung ein. Und er ruft Traumato zurück und setzt Kadabra ein. So, Relaxo schläft und ist jetzt natürlich wieder voll geheilt. So, aber ich will ja nicht, dass es lange pennt. Deswegen benutze ich jetzt mal die Pokeflöte. Okay. Und er ruft Kadabra wieder zurück. Sag mal, was ist los mit dir?
Okay, er setzt wieder Konfusion ein. Ah, nein, Mist. Shit. Okay, Verwirrung ist natürlich nicht so gut. Okay, Kadabra. Boah, ein Glück. Dass Relaxus Verwirrung jetzt irgendwie anscheinend nicht so richtig wirkt. Gut, ich werde mal wechseln. Warte mal, Evoli beherrscht noch Rückzugib, oder? Ja, gut. Wenn es jetzt das Traumato ist, das jetzt vorhin hier war, dann sollte Evoli es ja eigentlich ja locker besiegen können. So, und los geht's. Rückzugib! Einfach mal hier so ein bisschen abstauben. Gut, Evoli bekommt jetzt mal sogar ein kleines Level ab. Das ist wunderbar. Naja, gut. Und als nächstes wird wieder ein Traumato in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Gerne doch. Nur worauf? Das ist jetzt die Frage. Och, ich lass mal Bisaflor kämpfen. So, dann mal los. Bisaflor Rasierblatt. So, und watz, 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 Schlitz. Und stirb. Okay, Volltreffer. Giftwolke. Okay, hat nicht gewirkt. Wir ja auch. Immerhin, Bisaflor ist selber Gifttyp. Traumato allerdings ja leider nicht eigentlich, oder? Nein, ich glaube, Traumato ist bloß reiner Psychotyp. Egal. Gut. Bisaflor erhält Punkte, aber kein Level ab. Aber was soll's. Ich habe verloren. So sieht's aus. Oh, noch einer. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Das stimmt allerdings. Es gibt da so manche Sachen. Okay, was bist du für einer? Ein Dompteur. Und er setzt einen Arbok ein. Ein Gift-Pokémon also. Silberblick. Na gut. Da können wir ja trotzdem was reißen. So, sieht gut aus. Und Giftblick hat keine Wirkung. Hahaha. Ja, so ein Pech aber auch. Na gut, Arbok ist besiegt und als nächstes wird Sandama in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Joa, eigentlich schon. Das kann Bisaflor machen. Gut, Bisaflor sollte ja da eigentlich auch erstmal ordentlich Punkte bekommen. Rasierblatt! Das trifft ja eigentlich ja zum Glück immer ziemlich gut. Volltrefferchance und dann auch noch Vierfachschwäche. Oder? Nee, Doppelschwäche eigentlich, aber egal. Sehr effektiv auf jeden Fall. Okay, als nächstes wird wieder ein Arbok in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Was nehme ich denn dafür? Ach, ich lasse Pikachu kämpfen. Dann kommt jeder mal ran. So, los geht's, Pikachu. Donnerblitz! Ja gut, gegen Pikachus unüberwindbares Tempo kommt keiner an. Okay, Giftblick ist paralysiert. Na, mal sehen, ob dir das helfen wird. Okay, Giftstachel. Aua. Okay, Volltreffer. Und noch einmal Ruckzuckhieb. Die Paralyse bringt irgendwie gar nichts bei denen. Okay, Pikachu erreicht Level 34. Naja, gut, es kommt voran. Und der Dompteur ist besiegt. Autsch. Naja, kommt schon. Ehrlich, der Ninja kennt keinen Schmerz. Alles klar. Gut, ich kann jetzt erstmal einen Paraheiler benutzen, weil Pikachu soll ja eigentlich auch noch kämpfen können. Immerhin. Der Gegner, gegen den ich ja kämpfen muss, ist eigentlich ein Spezialist in Gift- und Flug-Pokémon. So, hier gehe ich eigentlich in eine Sackgasse, aber das ist egal. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nicht wirklich. Ich weiß eigentlich, wo ich lang gehen muss. So, schon wieder so ein Dompteur. Mit einem Sandama. Okay. Dann los, Relaxo, zeig, was du kannst. Benutz Stärke. So, okay, es macht nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Gut, dann versuchen wir es mal mit Kopfnuss. Oh, Sandwirbel, das ist schlecht. War so klar. Schlitzer. Ah! Au, au, au. Das kann wehtun. Okay, ging voll daneben.
Nee, da werden wir erstmal kurz lieber Erholung benutzen. Giftstachel. So. Okay, und dann wecken wir ihn auch gleich wieder auf. So, los geht's. Pokéflöte, dein Einsatz. Gut, Sendama benutzt Schlitzer. Ja, es ist nichts Neues. Oh Gott, das macht so viel Schaden. Okay, versuchen wir es nochmal. Sandwirbel. Oh nee, jetzt treffe ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh doch. Naja, also funktioniert ja doch einigermaßen. Gut, Sandama wurde besiegt. Relax erhält erstmal Punkte und erreicht Level 33. Sehr gut. Okay, als erstes wird Arbok in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Gerne doch. Ich nehme mal wieder Pikachu hier rein. Kann auch hoffen, dass Pikachu jetzt eigentlich ja trotzdem noch stark genug ist, um jetzt hier ein bisschen was zu reißen. Donnerblitz! Okay. Autsch. So, nochmal Donnerblitz. Ich denke mal, eine weitere Blitzattacke könnten wir überstehen. Okay, Giftblick. Pikachu ist paralysiert. Und Roxokeep. So, okay, aber einen weiteren Paraheiler werde ich jetzt, denke ich, nicht einsetzen. Oh, du hast mich besiegt. Ja, so sieht's aus. Okay, hier bin ich ja jetzt eigentlich ja richtig. Okay, hier ist jetzt nur noch ein Typ übrig. Hä, Sekunde. Okay, ich hätte jetzt noch da lang gehen müssen. Egal, gut, ich könnte trotzdem mit dem Typen. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht so ganz genau. Okay, ein Jongleur möchte kämpfen und ersetzt Traumato ein. Okay, gegen das kann der Relaxo ja bestimmt was ausrichten. So, los geht's. Okay, er ruft Traumato zurück und setzt dafür Hypno ein. Das ist mir auch recht. Stärke! Okay, eine Kopfnuss. Aber das macht uns nicht so viel aus. Aber kann es sein, dass Kopfnuss irgendwie auch eine ziemlich hohe Volltrefferrate hat? Kommt mir irgendwie so vor. Möchtest du wechseln? Nein. So, okay, und ich denke mal, ich werde jetzt mal wieder kurz ein bisschen jetzt Erholung einsetzen. Ja, aber so wie es aussieht, hat Kopfnuss doch keine hohe Volltrefferquote. Das war wohl Glück eben gerade von dem. So, dann mal schauen. Erstmal wieder Relaxo aufwecken. Okay. Oh, Psychokinese. Na super. Ich hoffe mal, Relaxo spielt es halt gut durch. Okay, es geht. Das geht. Das geht. Okay, jetzt Giftwolke. Hat keine Wirkung. Und Stärke! Okay, die hat noch nicht ganz gereicht. Dann werden wir jetzt als nächstes nochmal eine Kopfnuss hier austeilen. So, komm schon. Und Bams. Gut, geschafft. Ich habe es vermasselt. Gut, alles klar, dann werde ich jetzt erstmal kurz mal einen Supertrank auf Relaxo hier werfen. Und ich denke mal, Pikachu kriegt auch mal kurz einen. Ah, gut, jetzt ist Pikachu auch wieder fit. Sehr gut. Zumindest so einigermaßen. Alles klar, Pikachu? Ich wollte schon sagen, blockierst du mir jetzt etwa hier den Weg? Nein, alles gut. So, wir haben es geschafft. Wir haben den Arenaleiter erreicht. So, sind wir bereit? Eigentlich wäre es ja eigentlich ja gut, wenn ich ja jetzt tatsächlich hier Glurak oder Bisaflor kämpfen lasse, weil Koga benutzt ja eigentlich ja Gift- und Flugtypen. Also im Prinzip würde sogar auch Totak was bringen, weil Flug... Zumindest sein stärkstes Pokémon ist ja eigentlich ja zum Teil ein Flug-Pokémon und da würde eigentlich ja sogar Totaks Eisstrahl helfen. Oder sogar Pikachus Donnerblitz. Aber Pikachu ist ja gerade momentan eh ein wenig jetzt hier durch die Paralyse noch eingeschränkt, deswegen... Ja, Bisaflore wäre eigentlich ja das beste Pokémon dafür. Aber andererseits, warte mal, ich glaube, die erste Stufe war Gift-Käfer-Typ, oder? Ach, ich glaube, ich werde erstmal... Ich weiß jetzt nicht mal, was da jetzt alles so für Typ drin war. Ich lasse einfach Glurak kämpfen. Fick, es ist einfach...
Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meine Schlaf- und Giftattacken solltest du verzweifeln. Abwarten. So, der Ninja-Meister Koga möchte kämpfen. Und er setzt einen Blutzug ein. Naja, Blutzug? Oh, Level 44, das ist stark. Okay, dann lasse ich tatsächlich noch lieber Glurak kämpfen. Flammenwurf! Okay, Attacke ist sehr effektiv. Immerhin, Blutzug ist ja, wie gesagt, auch eigentlich ja zum Teil ein Käfertyp. So, noch ein Blutzug. Ja, ich glaube, das war wirklich eine gute Idee, Glurak jetzt hier kämpfen zu lassen. Ich meine, die Pokémon sind auf einem ziemlich hohen Level. Sogar höher als das von Glurak. Okay, noch ein Blutzug. So, willst du wechseln? Nein, nicht unbedingt. So, und nochmal Flammenwurf. So, Attacke ist immer wiederum sehr effektiv. Und nochmal ein paar Punkte für Glurak. Und Glurak erreicht Level 42. Okay, und als nächstes wird Omad in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Nee, lieber nicht. Omad, ihr habt die Weiterentwicklung von Blutzug. Wie auch schon der Name sagt, eigentlich ja einer Motte nachempfunden. Und es ist sehr schnell, sehe ich gerade. Oh ja, Attacke ist sehr effektiv. Gut, und es brennt! Yes! Okay, aber es setzt Toxin ein, das ist nicht gut. Toxin wirkt ja leider sofort. Und je länger die Wirkung anhält, desto stärker wird sie. Mit jeder Runde wird mir immer mehr KP von dem Gift abgezogen und das ist natürlich nicht so gut. So, Glurak erhält erstmal Punkte und wir besiegen Koga. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Okay, und wir kriegen natürlich auch Geld. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Gut, wir halten TM6. TM6 ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Technik. Cool. Ja, wir haben Toxin erhalten. Und eigentlich könnte ich sie sogar auch einem meiner Pokémon beibringen, nämlich ja zum Beispiel ja Bisaflor. Oder sogar eigentlich, ja im Prinzip kann es eigentlich sogar jedes Pokémon erlernen. Egal welches. Und ich denke mal, eigentlich am besten wäre diese Attacke ja sogar hier bei Evoli aufgehoben. Damit es ja eigentlich auch eigentlich ja ziemlich gut austeilen kann. Also sprich, es kommt in den Kampf, wird den Gegner erstmal so eigentlich ja schnell schwächen. Aber nein, also jetzt noch wäre es glaube ich noch zu früh dafür. Also Evoli braucht erstmal eigentlich ja ordentliches Training. Ja, und warte mal. Ich werde am besten mal das Gegengift hier mal austeilen, weil Glurak soll ja schließlich jetzt hier nicht drauf gehen. So, das war's. Dann nochmal erstmal schnell zurück ins Pokémon Center und dann, ja, ist eigentlich unser nächstes Ziel Safronia City. Da sollten wir ja jetzt eigentlich auch ohne Probleme hinkommen, wenn ich ja jetzt von Prismania City aus jetzt eigentlich ja durch diese eine Zollkontrolle da gehe. Da kann ich ja jetzt problemlos hin. Da fällt mir eigentlich ein, kann ich eigentlich von hier aus überhaupt weitergehen? Muss ich erstmal schauen, also wo könnte ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Also hier gibt es eigentlich jetzt nur noch ja, ein paar Gebiete. Ja, erstmal hier haben wir ja die Safari-Zone, dann Route 18 und Route 17, Route 16. Ja, theoretisch könnte ich eigentlich ja über diese Route ja da hinweggehen. Dann ist ja Route 19, die Seeschauminseln und die Zinnoberinsel. Und da ist ja eigentlich ja sogar mein siebter Orden zu finden. Und der letzte Orden, den kriege ich ja dann in Vertania City. Aber alles zu seiner Zeit. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist das Pokémon Center gewesen? Irgendwo hier vorne. Also eigentlich ja, glaube ich, sogar noch direkt neben der Arena. Also ich bin manchmal so zerstreut. Ich weiß gar nicht immer, wo ich lang gehe. So, dann wollen wir uns mal schnell heilen lassen. Und dann ist ja auch sogar tatsächlich gleich hier der Part vorbei. Ist doch nicht zu fassen. Gut, wir benötigen deine Pokémon. So, gut. Wir haben... Die Pokémon sind wieder topfit. Sehr schön.
Komm jederzeit wieder vorbei, aber gerne doch. Gut, jetzt muss ich eigentlich mal überlegen. Also eigentlich kann ich ja über zwei Wege ja jetzt hier nach Saffronia City zurückkehren. Entweder ich gehe jetzt einfach mal mit Hilfe von Fliegen nach Lavandia oder Prismania City zurück und gehe dann einfach von dort aus direkt dorthin. Oder ich werde einen kleinen Umweg machen. Also sprich, ich gehe auf Route 18 über den Seeweg. Und werde dort eigentlich ja hoffentlich ja vielleicht sogar noch ein paar interessante Sachen finden. Also wenn ich jetzt hier über Route 18 gehe und dann wieder auf Route 17 und 16 zurückkomme, dann sollte ich ja eigentlich von dort aus hin. Oder, warte mal, muss ich... Oder ich könnte die eigentlich auch über den Rückweg nutzen. Eigentlich ist es ja völlig egal, aber nichtsdestotrotz, ich brauche unbedingt Training, damit ich ja hier in der Lage bin, gegen die Arenaleiterin von Saffronia City anzukommen, denn alle ihre Pokémon sind über Level 50. Das weiß ich ja nämlich schon und ja... Da sind eigentlich ja meine hier noch ziemlich weit davon entfernt. Also ganz wichtig eigentlich, ja, Glurak könnte ja natürlich eigentlich auch auf dieses Level raufkommen. Das wäre ja nützlich. Denn die nächste Arenaleiterin setzt ja Psycho-Pokémon ein. Die haben ja zum Glück eine sehr schwache Verteidigung und deswegen wäre ja Gluraks Schlitzer hier sehr, sehr gut. Aber Relaxo und seine ordentliche Power wären natürlich ebenfalls sehr effektiv. Deswegen wäre es ja nicht schlecht, wenn ich ja da irgendwie eigentlich ja beide ziemlich gut jetzt auf ein hohes Level bringe. Aber das alles mache ich erst über Offscreen, also davon kriegt er natürlich nichts mit. Gut, jetzt gucke ich eigentlich erstmal kurz hier. Warte mal, kann ich überhaupt von hier aus eigentlich überhaupt den Seeweg nehmen oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich erstmal schauen. Also irgendwo war doch hier eigentlich doch ein Ufer oder so, ein Seeufer. Naja, sieht aber eher nicht so aus. Nee, also ich schätze mal, ich muss tatsächlich eigentlich ja den ganzen Weg, also über Lavandia oder Prismania City da zurückgehen. Also ich denke mal, ich werde das sogar von Lavandia aus machen, dass ich da jetzt hier einfach mal so ein paar Pokémon herausfordere. Ja gut, hier kann ich auf jeden Fall nicht viel machen. Alles, was ich vielleicht probieren könnte, also ich könnte ja theoretisch eigentlich sogar Pikachu hier trainieren, indem ich jetzt einfach mal hier die ganze Zeit auf diesen kleinen See da herumwandere und Wasser-Pokémon einfach mal hier so ein bisschen ja, hier fertig mache. Das könnte eigentlich ja klappen. Wo könnte ich eigentlich hier lang? Ah, hier, Route 19. Ja, ich denke mal, ich gehe tatsächlich hier lang. Aber das erst beim nächsten Mal. Freunde, wieder vielen Dank hier fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Bis dann, Freunde, und tschüss!